Willkommen zurück zu Mass Effect 2. So, wir werden jetzt entweder die Cerberus-Mission machen oder Feuergänger-DLC. Schauen wir doch mal kurz. Geht's hier zurück? Hier geht's zum Massenportal. Erstmal auftanken. Overlord-Untersuchung, Schmuggelfracht sicherstellen. Feuergänger. Da guck mal den Feuergänger-DLC an. Das machen wir als nächstes. Keine Ahnung mehr, was das war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war nichts Großes. Eine kleine Mission. Schauen wir uns doch mal an. Planeten muss ich jetzt nicht erforschen, brauchen aktuell keine Rohstoffe. Dann können wir Said helfen. Schon vorbeifliegen, zumindest nach Project Zero kann ich immer mal zwischendurch mitschauen. Weil sonst in das Gebiet werde ich jetzt nicht mehr zurückkommen später. Probe launched. Der Planet niedrig, da oben die Scanner-Ergebnisse, da ist eh nicht viel los. Anscheinend. Probe away. Ich könnte jetzt sagen, ich das sehe, mich über diese Anzeige Probe launched. Amüsieren. Dass das halt dieser grüne Balken ist, der auch keine Bedeutung hat. Wenn man auch fleißig weiter einsammeln kann. Ich jetzt nicht unbedingt brauche, weil ich brauche es später. Wenn er so einen riesen Ausschlag hat, okay. So zum Beispiel. Nehmen wir alles mit. Probe away. Platin haben wir auch schon ordentlich ausgegeben. Launching probe. Probe away. Kleineren Planeten mehr. Element Zero, komm. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. I have detected an anomaly. Okay. Launching probe. Scans have found something. Bevor wir landen, müssen wir mal schauen. Okay. Palladium en masse. Launching probe. Probe away. Jack schon mal mit, wir haben nicht viel mitbekommen. Kazumi war eigentlich ganz cool.
und Garrus. Tagebuch nochmal schauen, was zu der Mission so hier steht. Projekt Feuergänger. Das Projekt Feuergänger von Cerberus berichtet, dass ein Forschungsschiff in der Nähe des Planeten Ziona verschwunden ist. Das Schiff hatte Wissenschaftler und den Prototyp eines Fahrzeugs zur Planetenerkundung an Bord. Okay, mein besseres Marco. Cerberus möchte, dass das Fahrzeug wieder beschafft wird und alle Hinweise auf den Verbleib der Wissenschaftler gemeldet werden. Ich kann jetzt kurz gucken, wie das sich auswirkt. Far too often. So, mal zum Testen. Okay, das ist sehr viel lauter. Das ist eigentlich der Standard. X-Standard. Ich weiß nicht, was ich vorhatte, jetzt 35%. Na gut, dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Ich erinnere mich an diese Mission überhaupt nicht. Nicht so spannend war, ob es einfach nicht so gutes Gedächtnis ist. Werden wir sehen. Ich finde anscheinend nicht mal den Weg. Sehr mal cool aus. Ich glaube aber nicht, kann mich nicht erinnern, dass man das freischaltet für den Rest des Playthroughs. Wäre mal was. Primary Systems online. Welcome to the M44 Hammerhead Infantry Fighting Vehicle. This is your onboard VI. Mission objectives located. Thank you.
Ups, ist ein Anlauf vielleicht. Als Narko, aber mit Ruhm bekleckert haben sie auch nicht bei dieser Fahrzeugentwicklung. Und offensichtlich fehlt auch noch was. Was haben wir denn jetzt noch nicht hier mitgenommen? Ist ja eigentlich recht deutlich markiert, so leicht zu übersehen ist es nicht. Übersicht. Zweifelsfall mal weiter nach oben. Das sieht gut aus. Wenn ich heute eine Drohne bestellen würde und die wäre so unterwegs, würde ich die zurückgeben. Nicht sehr überzeugend. Als Zukunftstechnologie. War das jetzt die komplette Mission? Deswegen habe ich mich nicht an diese Mission erinnert. Ich glaube, sie war gar nicht so interessant. Möglicherweise. Schreibt in die Kommentare, wie geil ihr die Mission fandet. Sehr geil. Das ist ja das Planetenscan ja fast spannender. Probe launched. Ist es Planet Zero? Mit Element Zero? Probe away. Okay, das war nicht so eine spannende Mission. Dann können wir die Cerberus-Mission mal anschauen. Only half our fuel remains. Kazumi helfen, Citadel. Feuergänger Forschungsdaten beschaffen. Jetzt kann ich mit dem Feuergänger dann noch Sachen machen, oder wie? Oh Gott. Ich glaube, das mache ich nicht. Ich werde mal nachlesen. Das mache ich mal jetzt gleich. Ich mache mal kurz Pause in der Aufnahme und google mal, ob sich das irgendwie lohnt. Ob da irgendwas Cooles dabei ist, weil sonst mache ich den Scheiß nicht. Also das wäre ja mal komplett stumpf gewesen. Also ich melde mich ja gleich wieder. Dann teile ich euch meinen Wissensstand mit.
da bin ich wieder. Hab nachgeguckt. Die Missionen sind alle nur wie die gerade eben so ungefähr. Total sinnlos, nichts Spannendes. Kann man sich komplett schenken. Immerhin war Firewalker, wie es auf Englisch heißt, auch damals schon kostenlos. Hätte man sich aber einfach mal komplett sparen können. So ein Quatsch für Mass Effect. Was erstaunlich wenig so Filler-Shit hat. Da hatte Mass Effect 1 mehr. Aber das muss dann schon sein, dachten sie sich oder so. Und ich habe auch rausgefunden, das habe ich dann irgendwie nebenbei gelesen, was passiert, wenn man keinen Treibstoff mehr hat. Dann verbraucht man seine Mineralien, um da irgendwie rumzufliegen. Ich habe dann nicht noch gelesen, was passiert, wenn die Mineralien irgendwann alle sind. Aber offensichtlich kann das einem passieren. Aber so weit wollen wir es lieber nicht kommen lassen. Ja, also hier. Und Element Zero wird nie verbraucht, das ist ja auch eher selten. Ich glaube erst Palladium und Platin und dann Iridium. Und Element Zero eben nie. Aber, ja. So, das hat nicht zu viel in der Gegend rumcruisen. Probe launched. Und immer schön den Tank voll haben, idealerweise. Probe away. Mal, muss man nicht mal scannen. Kann man einfach so jetzt landen. Da sind ein paar Geth. Habe ich denn die richtigen Sachen dabei? So. Überlastung. Und das sieht auch schon mal gut aus. Oder doch nicht schlecht. Überlastung. Scheint mir das Richtige zu sein. So. Können wir auch die Waffen eben mal schon mal kurz mit den richtigen Munitionstypen versorgen. Das sieht auch gut aus. Pistole, Handkanone, ja, bestimmt das Richtige. Die haben keine Munitionstypen. Und das wird nämlich schon ausgewählt. Ja, dann. Prinzipiell nicht so stark gegen Schilde, auch wenn ich die Sprachmunition dabei habe. Miranda erwischt. Up ahead. Ich
going dark. Warum bleibst du nicht in Deckung? Wirklich zurück in Deckung, du Depp. Mann. So, jetzt vielleicht die Waffenberg noch mal wechseln können. Also, Scharfschützengewehre sind nicht effektiv gegen Schilde. Und das Hauptmunition dachte ich, das wäre vielleicht trotzdem ganz okay auf die Entfernung. Nicht viel so schwach gegen Schilde. Sehr effektiv gegen Schilde, aber es hat eine Schrotflinte. Ja, bleiben wir einfach beim Sturmgewehr dann. Getroffen. Going silent. Powered weapons. Going silent. Ready.
Lädt ja jemand dann erst nach. Ah. Kann ich bitte mal irgendwo in Deckung gehen? Was soll das denn? Wie fies der Aggro auf mich ist. Schwein. Ich bin jetzt Garrus mit. Die Miranda, die reißt es einfach nicht. An der liegt es nämlich. Wie lange ich brauche, um so einen scheiß Mac auszuschalten? Gut, wir spielen immer noch auf Extrem. Aber trotzdem. Ja, Betäubung, Schuss, zwei Überlastung. Was besser ist, wir werden sehen. Garrus kann auf jeden Fall was. Ne, kann ich den Mac auswählen, bitte? Umzuschalten, wenn die Panzerung aktiv ist. Going dark. Oh. Der ist auch schon wieder erwischt, oder was? My shield. Schon ganz blutig der Felsen hier vor mir. An Deckung gegangen. Defense systems active. Nein, stehe ich hier völlig. Ist damit so. Kann ich hier die Deckung? Na, aber Garrus ist schon der Richtige. Die Waffen wechseln vielleicht, irgendwie geilere Waffen, Sturmgewehr. Das ist auch immer das, dass man da keine Werte hat. Das macht mich irre. Scharfschützengewehr dann. Das Problem ist, Scharfschützengewehr ist wirklich ein bisschen komisch, wenn sie schon so nah sind, aber kann ich mit Brandmunition mal Scharfschützengewehr? Das ist effektiver gegen Panzerung. Sehr effektiv, vielleicht kann ich es in der Kombination benutzen. Soll ich die Kiste irgendwie beschützen oder was? 16. Ja.
shield. Das sieht gefährlich aus. Das hat aber gar nicht geklappt, will ich mal behaupten. Darüber, Rudi. Taking heavy fire. Okay. Also das war der schlechteste Versuch von allen bisher. Nicht mehr random, aber ist egal. Macht gar nicht so einen großen Unterschied. Bei den Überlastungen. Wie kann ich nochmal die anderen Plätze zuweisen? Achso, hier. Wie wär's denn, wenn wir alle hier bleiben und auf die schießen? We've been spotted. Going solid. Okay, du machst schon mal auf den Weg da hinten. Komm mal wieder her. Moving to cover. I got it. Warum werden die Versuche denn immer schlechter? Bin ich kein Fan von. Aber jetzt wird's, der Versuch wird's. Ich spüre das. Die so guten Sachen kann man auch gerade nicht skillen. Aber der Anfang war jetzt gar nicht so verkehrt, fand ich. Got it. Going to ground. Poking. Ich gleich mal hier mal ein paar wegschicken. Now you see me. Oh, die Panzerung fast weggeballert. It's gonna blow. Okay, das war mal ein vernünftiger Start jetzt hier. Der Headshot mit der Brandmunition. So mir schon verloren, weil die da vorne rumeiert. Schwach gegen Panzerung.
wieder Kazumi erwischt. Lassen Sie wenigstens ein bisschen Munition fallen. Drücken Sie B, um die Mission zu beenden. Das war's jetzt schon, irgendwie. Verbleiben intakte Kisten. Wenn möglichst viele. Ich dachte, das hat eine längere Mission. Aber halt um das ganze Gebiet hier, wo man hätte vielleicht rumlaufen sollen. Um halt gegen die zu kämpfen. Das sind anscheinend sehr viel sinnvollere Gebiete als das Startgebiet, ja? Ist die ganze Gegend hier dann komplett leer? Da ist Mad Eagle immerhin noch. Sicherheitssystem auch. Vielleicht hat das auch was gebracht. Ich dachte halt, hier kommt aber auch noch ein bisschen mehr. Missionsstuff sozusagen. Oh ne. Das ist nur... Fluff. Ich dachte, man hätte vielleicht dann noch die irgendwie deaktivieren können oder schwächen, wo man hier hingeht. Ja, da gibt es einfach nicht viel zu tun. Jetzt kann ich die Mission beenden. Okay, brauchen wir 20 Kisten. Da unten sind auch 20 intakt. Nicht ganz richtig. Nicht mal die Anzeige stimmt. Also die andere Zahl hat man schon gesehen, aber das andere, naja. Ja, war aber auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gehen demnächst mal eine der richtigen Missionen an. Ich werde mir mal überlegen in der Pause, welche mich da am meisten anspricht, auf welche ich am meisten Bock habe. Es gibt ein paar richtig coole und die werden wir dann gleich zum Start der nächsten Folge machen. Fliegen wir los. Und suchen uns eine der geilen aus. Mal gucken, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welche ihr am besten findet. Wahrscheinlich ist es aber schon zu spät zum Zeitpunkt, ich werde schon die nächste Folge aufgenommen haben. Aber vielleicht haben wir ja zufällig die gleiche. Und dann vielleicht ist es auch für die Mission danach dann interessant. Könnt ihr schreiben, was ihr am besten findet von den Verbleibenden. Dann euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!